Aufmerksamkeit ist stark zurückgegangen. Es ist so, dass die Menschenrechtsverletzungen weiter stattfinden, unvermindert. Und wir das ganze Ausmaß dieser Menschenrechtsverletzung, dieses Ausmaß haben wir nicht gewusst. Ich würde nicht sagen, dass die Außenpolitik der deutschen Regierung zögerlich ist. Das würde ich ihr nicht unterstellen. Sie ist vorsichtig. Aber es gibt nach außen hin immer wieder und gerade jetzt den Eindruck, dass Deutschland doch ein bisschen schwankt, dass Sanktionen schrittweise, Zug um Zug, doch eventuell zurückgenommen werden könnten. Das ist eine Diskussion, die mir ehrlich gesagt doch etwas unverständlich ist, denn die Sanktionen waren immer an die Umsetzung von Minsk gebunden. Und ich glaube, es sendet in Richtung Moskau Signale, die anders verstanden werden, als wir das wollen. Und das finde ich, gelinde gesagt, beunruhigend. Der deutsche Vorsitz könnte sehr viel stärker auf die Menschenrechtsverletzungen eingehen. Er könnte sehr viel stärker von Russland offensiv fordern, einzuwirken auf die Separatisten bzw. auch die Verantwortung wahrzunehmen. Es waren auch russische Staatsbürger an diesen Menschenrechtsverletzungen, an Folter, an illegalen Verhaftungen beteiligt. Und der deutsche Vorsitz könnte auch auf die Ukraine einwirken, dass die Ukraine selbst alle Voraussetzungen dafür schafft, dass Gerichte diese Strafverfolgung aufnehmen können. Da kann die Ukraine selbst eine Menge tun. Sie überlässt im Moment den Menschenrechtsorganisationen die gesamte Dokumentation der Menschenrechtsverletzungen.